Wir backen heute zusammen diese unschlagbar leckeren Nusshörnchen und eine ganz simple Zutat sorgt dafür, dass sie besonders fein werden. Hi, ich bin's wieder, Fabiana von Einfach Backen und welche Zutat das genau ist, das verrate ich euch im Video. Dafür brauchen wir Weizenmehl, zimmerwarme Butter, zimmerwarmen Frischkäse, Zucker und für die Panade nochmal Zucker, braunen Zucker, gemahlene Haselnüsse, Zimt und etwas Zitronenabrieb. Der Teig für die Nusshörnchen wird ganz einfach hergestellt. Wir mischen einfach alle 4 Zutaten zu einem glatten Teig zusammen. Also das Mehl, Zucker, die weiche Butter und den weichen Frischkäse. Ich habe den Teig jetzt ein paar Minuten durchgeknetet, beziehungsweise so lange, bis sich eben die Zutaten schön miteinander verbinden. Das seht ihr auch, wenn der Teig sich schön von allein vom Schüsselrand löst. Der kommt jetzt in Frischhaltefolie für etwa 2 Stunden in den Kühlschrank und dann geht's weiter. So, der Teig ist schön durchgekühlt, den habe ich hier schon aus dem Kühlschrank geholt und jetzt bereiten wir noch unsere Panade vor. Das heißt, ich gebe die Nüsse zusammen mit den Zuckersorten, Zimt und dem Zitronenabrieb in die Rührschüssel und vermische das Ganze miteinander. So, weiter geht's mit unserem Teig. Den teile ich mir in 2 gleich große Hälften und forme jeweils eine Kugel draus. Jetzt kommt von der Panade etwas auf meine Arbeitsfläche. Und darin wird mein Teig dann ausgerollt. Achtet darauf, dass der Teig auch seine runde Form behält. Ab und zu auch in der Panade wenden. Na, hier mittig gebe ich noch etwas drauf. Dann nehme ich mir hier so einen Pizzaschneider zur Hilfe. Ihr könnt natürlich auch ein scharfes Messer verwenden. Und dann teile ich mir wie so kleine Kuchenstücke, etwa 16 Stücke aus diesem runden Teig. So, und dann rolle ich jedes Stückchen wie so kleine Croissants einfach von der langen Seite auf und setze sie auf mein Backblech. Wenn noch etwas Panade fehlt, dann könnt ihr die Hörnchen auch gerne nochmal darin wälzen. Dann sind sie nämlich schön gleichmäßig bedeckt. So, und dann wie gesagt auf das Backblech setzen. Das mache ich jetzt so lange, bis der Teig aufgebraucht ist und mache das Gleiche dann mit der zweiten Teighälfte. Die Hörnchen werden übrigens besonders fein und schön butterzart durch den Frischkäse im Teig. Und ich kann aus Erfahrung sprechen, die Hörnchen sind wirklich mega, mega lecker. Und wenn ihr einmal damit anfangt, dann könnt ihr nicht damit aufhören, das kann ich euch garantieren. Da ist es nur von Vorteil, dass die Hörnchen so klein sind. Kann man nämlich auch ein paar mehr davon naschen. Habt ihr auch ein Lieblingsrezept, von dem ihr nicht genug bekommt? Wenn ja, dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. So, die Hörnchen dürfen jetzt für etwa 15 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze backen. So, unsere Nusshörnchen sind fertig und die sehen fantastisch aus. Die riechen auch genauso lecker. Und wer nachzählen mag, der sieht, dass hier eine kleine Lücke ist. Der Kameramann hat nämlich schon genascht. Und ich habe nicht zu viel versprochen, die sind nämlich wirklich sau, sau lecker. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt auf die Nusshörnchen, dann findet ihr das Rezept wie immer unten in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich außerdem freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbacken und freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, einfach backen. Halt, Moment, noch nicht wegschalten, hier gibt es noch einiges zu entdecken. Zu unserem Buch kommt ihr über den Link oben, unseren Kanal könnt ihr unten abonnieren und hier gibt es noch 2 Videorezepte für euch.